Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein 3-Bücher-Die-Video für euch. Und wie ihr es im Titel bereits gesehen habt, ist es ein 3-Bücher-Die-Dich-Perfekt in den Herbst einstimmen-Video. Ich persönlich verbinde mit dem Herbst Cozy Time, ein bisschen kitschige Romantik, Kuscheldecke, ein heißes Getränk, also alles, was so wirklich cozy ist. Und das sind für mich halt auch einfach Liebesromane oder New Adult Romane. Wenn ich mich so in die Herbstzeit eingrooven will, dann lese ich tatsächlich fast kein Fantasy, sondern mehr New Adult. Wobei Fantasy ja grundsätzlich auch immer etwas düsterer ist und auch besser in die düstere Jahreszeit passt. Aber wenn ich so wirklich vom Übergang vom Sommer zum Herbst bin, dann brauche ich so richtig was fürs Herz, was auch wirklich so ja, Herbst-Vibes versprüht. Und eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch noch mit ins Video nehmen, aber ja, ich glaube, das habe ich letztes Jahr in meinem Herbstvideo bereits erwähnt. Das wäre nämlich Autumn in Your Eyes gewesen. Wenn Autumn schon im Titel vorhanden ist, dann ist das schon sehr, sehr cozy und das spielt auch auf Cozy Island. Aber um dieses Buch soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch 3 andere Bücher vorstellen, die alle aus dem Bereich New Adult stammen oder Liebesroman stammen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mit dem ersten Buch, das da wäre A History of Us vom ersten Moment an, der erste Band der History of Us-Reihe. Ich glaube, so heißt sie. Nein, sie heißt nicht so. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Band 1 der Willow Creek-Reihe. Ihr wisst, ich bin mit Reihennamen nicht immer ganz so up-to-date. Ja, worum geht es in dem Buch? Oder warum habe ich es mit in das Video aufgenommen? Es geht um ein Mittelalterfest, beziehungsweise ein Stadtfest in Willow Creek, das jedes Jahr stattfindet und bei dem die ganze Stadt sich als ja, Bauern oder als Hofdamen etc. verkleidet. Und es gibt 1000 Stände, an denen man mittelalterlichen Schmuck kaufen kann. Es gibt Tavernen, in denen man in Krügen seinen Ausschank bekommt. Und ich weiß nicht warum, aber so Mittelalterfeste, die versprühen für mich immer so Herbst-Vibes und deshalb muss das Buch auch unbedingt mit hier rein. Es ist eine 3-teilige Reihe, das ist wie gesagt der erste Band und in jedem Band geht es um einen Charakter aus der Stadt. Hier im ersten Band geht es jetzt um Emily und ich werde euch auch gleich den Klappentext vorlesen. Und Emily kommt neu in die Stadt. Eigentlich wohnt ihre Schwester da in der Stadt. Und deshalb finde ich den ersten Band gerade besonders spannend, weil man hier einfach mit ihr neu in die Stadt kommt und dieses Mittelalterfest halt auch zum allerersten Mal von vorne erklärt bekommt, sage ich jetzt einfach mal. Gilmore Girls trifft Mittelalter Festival, heißt es auch schon in der Überschrift. Und Gilmore Girls ist ja auch so eine richtige Serie für mich, die mich in den Herbst einstimmt. Ich weiß nicht warum, ob es einfach nur an dem orange gehaltenen Intro liegt oder an der kleinen Kleinstadt Stars Hollow. Ich bin es tatsächlich aktuell auch am gucken, weil ich einfach eine Serie brauche aktuell, die mir gut tut und ich habe sie mindestens schon 20 Mal gesehen gefühlt und es ist immer wieder schön nach Stars Hollow zu kommen. Jetzt schweife ich aber schon wieder ab, die Gilmore Girls waren dran schuld. Ich lese euch jetzt den Klappentext vor. Ein Mittelalterfestival. Emily hat sich allen Ernstes überreden lassen, bei einem Mittelalterfestival mitzumachen. Ihre Nichte will unbedingt daran teilnehmen. Ohne erwachsene Aufsichtsperson darf sie nicht. Und da ihre Schwester einen Unfall hatte, springt Emily ein. Was tut man nicht alles für die Familie? Tatsächlich könnte das Ganze sogar lustig werden, wenn da nicht Simon wäre. Simon, der Organisator des Festivals. Simon, die Anachronismuspolizei. Simon, die Spaßbremse. Die beiden können sich vom ersten Moment an nicht leiden, aber auf dem Festival schlüpfen sie in andere Rollen. Plötzlich wird aus dem ernsten Simon ein verruchter Pirat, der ganz eindeutig mit ihr flirtet. Und Emily bekommt genauso plötzlich weiche Knie. Aber wer flirtet da miteinander? Die Tavernendirne und der Pirat oder Emily und Simon? Und bleiben wir auch einfach gleich beim Kleinstadt-Feeling. Das ist nämlich auch so ein Setting, das einfach super gut für mich in den Herbst passt. Hier hatten wir jetzt schon Mittelalterfest und Gilmore Girls und jetzt kommen wir von
Willow Creek zu Stars Hollow zu Cherry Hill. Ich halte euch die Reihe so oft in die Kamera, aber das sollte euch dann einfach zeigen, wie gerne ich diese Reihe mag. Und hier geht es einfach um eine genauso wunderbare Kleinstadt, wie es in den anderen Büchern eigentlich auch geht. Oder wie es auch schon in Lily Lucas erster Reihe in Queen Valley ging. Sie ist einfach die Königin der Kleinstadt-Settings. Und ja, Cherry Hill ist ja eigentlich eine Obstfarm. Der Ort heißt ja eigentlich, glaube ich, auch anders. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist die Cherry Hill-Reihe und für mich heißt die Kleinstadt immer Cherry Hill und nicht nur die Farm. Und ich habe mir hier Band 2 ausgesucht, weil ich finde, dass dieser ganz besonders viel Herbst-Vibes mitbringt. Hier geht es nämlich um einen kleinen Farmladen auf der Farm, der von Lilac betrieben wird. Und sie ist, glaube ich, die älteste Schwester der McCarthy-Schwestern und führt eben diesen Laden. Und sie kocht Marmelade ein mit den Früchten, die es auf der Cherry Hill Farm gibt. Sie backt Kuchen, die sie dort verkauft. Sie verkaufen halt auch die Früchte und alles, was irgendwie auf der Farm produziert wird. Und das hat für mich so einen richtigen Herbst-Vibe. Und deshalb musste das Buch heute mit ins Video. Für Lilac McCarthy ist Cherry Hill, die Obstfarm ihrer Familie, der schönste Platz auf Erden. Sie liebt ihren kleinen Farmladen, in dem sie Selbstgemachtes verkauft und natürlich das jährliche Peach Festival, das sie als Vorsitzende des Veranstaltungskomitees hingebungsvoll organisiert. Doch dieses Jahr droht alles anders zu werden. Bo Radisson, der Erbe der größten Obstfarm vor Ort, ist nach seinem Auslandsstudium zurück in der Stadt. Bo hat Lilacs dem schon einmal auf den Kopf gestellt. Nun verfolgt er große Änderungspläne für ihr geliebtes Peach Festival. Es dauert nicht lange, bis Bo und Lilac darüber kräftig aneinander geraten und Lilac feststellen muss, dass ihr Herz in Bos Nähe verräterisch schnell klopft. Und last but not least, das letzte der drei Bücher. Und wenn ihr euch es anschaut, dann wisst ihr auch genau, dass es ein herbstliches Buch ist. Es ist von meiner lieben Annie Thorne, You Color My Soul, Pumpkin Spice und Kastanientiere. Ich glaube, das ist das herbstliche Buch, das herbstlichste Buch, rein optisch gesehen, das ich in meinem Regal stehen habe. Es hat das wunderbare Trope Sunshine meets Grumpy oder Grumpy meets Sunshine, was ich sowieso ganz gerne lese, was mal eine willkommene Abwechslung zu meinem geliebten Enemies to Lovers ist. Und es ist einfach auf jeder Seite wohlfühlen. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, als ich das Buch gelesen habe. Ich hatte dauerhaft ein Lächeln im Gesicht. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Es hat mich glücklich gemacht. Ich habe es geliebt, den beiden Protagonisten beim Streiten und wieder versöhnen zuzusehen. Und wer Annie kennt, der weiß, da knistert es auch ganz gewaltig. Und ich kann es dementsprechend nur jedem ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher geworden. Und ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich es diesen Herbst noch einmal lesen möchte, um mich jetzt wirklich, wenn es endlich mal aufhört, 83 Grad zu sein, in den Herbst einzustimmen. Ellie muss dringend ihre Kinderpflegeeinrichtung vor der Schließung retten. Aber so sehr sie sich um Spenden bemüht, es reicht einfach nicht. Als sie sich dann auch noch beim Kastanienbasteln verletzt und direkt vor die Füße von Daniel alias Dr. Grumpy fällt, ist das Chaos perfekt. Denn der Arzt hat absolut nichts für ihre Tollpatschigkeit, ihre Strickpullis oder die alberne Kastanienkunst übrig und würde am liebsten sofort hochkant rauswerfen. Würde sie am liebsten sofort hochkant rauswerfen. Doch wie ein Wirbelsturm fegt Ellie immer und immer wieder durch das Leben des Perfektionisten und bringt es ordentlich durcheinander. Umso überraschter ist sie, als er ihr plötzlich eine großzügige Spende anbietet, die alles verändern könnte. Bis sie erfährt, welche Gegenleistung er fordert. Sie soll seine Freundin spielen. Um ihre Einrichtung zu retten, muss sie es wagen und auf den Deal eingehen. Immerhin haben sie auch ein paar gute Regeln auf der Serviette festgehalten. Was soll da noch schief gehen? Ganz, ganz, ganz viel Liebe für dieses Buch. Eigentlich ganz viel Liebe für alle drei der Bücher. Ich bin einfach ein riesengroßer Herbstfan. Ich sag zwar immer, der Frühling ist meine liebste Jahreszeit, aber eigentlich ist es der Herbst. Ich liebe es im Frühling, wenn alles anfängt zu sprießen, nachdem es ewig kalt war. Aber der Herbst ist einfach so ein richtiger, eine richtige Wohlfühlzeit. Und genau das tut uns allen doch sehr gut.
oder? In diesem Sinne war es das jetzt von mir. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr dürft mir gerne auch mal in den Kommentaren oder bei Instagram sagen, was für drei Bücher die Videos ihr euch noch wünschen würdet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe euch die Bücher wie immer in die Infobox gepackt. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.